Hallo ihr Lieben, ich bin es wieder, Luisa von das Bücherregal und heute möchte ich euch Göttlich verdammt von Josephine Angelini vorstellen. Hier ist mal kurz das Cover zu sehen. Es ist im Dressler Verlag erschienen, kostet im Hardcover 19,95 Euro und hat ungefähr 460 Seiten. Es ist der erste Teil einer Trilogie. Hier seht ihr den zweiten Teil, Göttlich verloren, hier den dritten Teil, Göttlich verliebt. Alle drei liegen ungefähr in derselben Preisklasse, also das hier kostet auch 19,95 Euro. Und dieses hier kostet auch 19,95 Euro. Also kommt man da schon gut auf 60 Euro, wenn man die Bücher kauft. Aber kommen wir mal zur Handlung. Die 16-jährige Helen Hamilton ist zu klug, zu sportlich, zu groß. Sie ist einfach nicht normal. Dabei wäre das ihr größter Wunsch. Ihre beste Freundin Claire wünscht sich, dass auf der kleinen Insel Nantucket vor der amerikanischen Küste endlich mal etwas passiert. Und das geht auch in Erfüllung, als die Familie Dallas auf die Insel zieht. Doch immer wenn Helen diese Familie sieht, oder zumindest die Kinder, die bei ihr auf der Schule sind, hat sie das unbändige Bedürfnis, diese Kinder umzubringen. Dabei wird sie angehetzt von drei Mädchen, aus deren Haaren Blut läuft und die völlig abgerissen aussehen, die später den Namen Furien bekommen. Insgesamt findet Helen dann später heraus, dass sie eine Art göttliche Abstammung hat und dass sie auch so eine Art Superfähigkeiten besitzt. Sie stammt von einem anderen Haus ab als die Dallas-Familie und die vier Häuser von Rom, Atreus, Theben und... von Rom, Atreus, Theben und Athen miteinander stark verfeindet sind, weil damals die olympischen Götter sich zerstritten haben und der Ursprung dieser Fehde liegt im Trojanischen Krieg. Ja, also insgesamt finde ich, ist das Buch gut geschrieben, der Stil gefällt mir und ich finde, es ist auch gut flüssig zu lesen. Ich finde es nur ein bisschen verwirrend, dass Helen relativ schnell hinnimmt, dass sie göttliche Abstammung zu haben scheint. Ich finde, die Liebesgeschichte mit Helen und Lukas ist natürlich schon bedeutend. Und natürlich gibt es auch gewisse Komplikationen, ähnlich wie zum Beispiel bei City of Bones, wo sie auf die Frage stoßen, ob sie überhaupt einander lieben dürfen. Aber hier liegt es nicht daran, dass sie Geschwister wären, sondern daran, dass sie dazu bestimmt sind, sich entweder gegenseitig umzubringen oder ineinander zu verlieben und eine Art zweiten trojanischen Krieg auszulösen, bei dem alle vier Häuser ausgelöscht werden könnten und die olympischen Götter wieder auferstehen könnten. Ich kann das Buch eigentlich nur jedem empfehlen. Gerade für Fans der griechischen Mythologie ist es sehr spannend. Es geht viel auf die Ilias und so weiter ein und auch halt auf den trojanischen Krieg. Man kann auch ein kleines bisschen sogar was lernen. Und ich würde sagen, für die, die jetzt denken, griechische Mythologie, das ist ja wie Percy Jackson. Nein, also, das hat mit Percy Jackson eigentlich gar nichts zu tun. Klar, beide teilen sich das Hauptthema griechische Mythologie, göttliche Abstammung, Halbgötter. Doch ansonsten sind die beiden Bücher wirklich grundlegend verschieden. Und ich finde, Göttlich ist auch sehr lesenswert, weil es ist einfach so ein Buch, bei dem man sich denkt, und was passiert jetzt? Man will weiterlesen. Und man ist wirklich traurig, wenn der dritte Teil vorbei ist, wenn man dann nicht noch mehr von der Welt von Lukas, den Halbgöttern, Helen und den Dallas erfahren kann. Von der Altersempfehlung her würde ich sagen, so ab 13. Ich selber habe es mit 13 gelesen. Der Dressler Verlag schlägt 14 vor, aber ich finde 13 ist auch okay. Ich hoffe, dass euch die Bücherrätsel jetzt gefallen hat. Und dass die, die das Buch bisher schon mal im Laden gesehen haben und sich dachten, kaufe ich das jetzt oder nicht, dass ihr euch überlegt, ja, das kaufe ich mir jetzt. Und für alle anderen, die das Buch schon gelesen haben und sich vielleicht auch nur die
Anschaffung des zweiten oder dritten Teils überlegen. Kauft sie euch. Die Bücher sind einfach genial. Und ja. Insgesamt kriegt das Buch von mir einen goldenen Buchengel. Wegen der genannten Kriterien. Guter Stil, flüssig zu lesen, gute Handlung. Und zur Ausnahme ist hier mal der Zeilenabstand und die Schrift etwas größer. Ob man das jetzt gut findet, ist Geschmackssache. Also, ich kenne Leute, die das wirklich gut finden. Und Heike, die sich das Buch auch als Rätsel gewünscht hat, findet das zum Beispiel total gut. Ich persönlich mag es ja eher, wenn die Schrift was kleiner ist. Dann sind nämlich 460 Seiten einfach mal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, goldener Buchengel, gutes, lohnenswertes Buch, 1995, überlegt es euch. Denn spätestens, wenn der Film ins Kino kommt, werden alle sagen, oh, göttlich ist so toll. Also kauft es euch vorher und gehört schon zu der Fangemeinde, die auch von dem Buch schon was vor dem Film wusste. Also, bis zum nächsten Mal.